Das Wort Zivilcourage kennen wir alle aus der analogen Welt. Und genau das brauchen wir jetzt auch im Netz. Denn das Internet gehört uns allen. Hass, Beleidigung und Lügen müssen wir selbstbewusst widersprechen und dem Ganzen so demokratische Werte entgegensetzen. Aber wo genau fängt digitale Zivilcourage an? Teach Today fragt nach. Was ist für dich Zivilcourage im Internet? Also ich finde, dass man das Internet nicht so von der realen Welt differenzieren sollte. Es bedeutet vor allem zu reagieren auf Kommentare, sich zu wehren gegen Hass, gegen jegliche Gruppen und natürlich auch aktiv zu werden. Wenn jemand runtergemacht wird oder angegriffen wird, egal in welcher Art und Weise, dann für die Person einsteht und sagt den anderen, ey, hier und nicht weiter, vor allem wenn es die andere Person, die angegriffen wird, selber nicht kann. Und warum würdest du sagen, ist es so wichtig, dass man sich im Internet engagiert? Einfach weil generell ziemlich viele Leute der Meinung sind, dass durch die Anonymität irgendwie so eine Art Freifahrtschein für sie gilt. Wenn wir das alle machen würden und alles hinnehmen würden, dann könnten wir nicht als Gemeinschaft weiterleben. Ich denke, weil es zu viele Menschen gibt, die es nicht tun. Und wenn es keinen Gegenwind gibt, dann werden diese Dinge nicht gestoppt. Denn Hass ist leider sehr, sehr groß und sehr tief verankert. Ich finde, heutzutage ist es halt super, super schwer, durch die neuen Medien, gerade was Mobbing angeht, da eben Grenzen zu setzen. Und somit finde ich es halt super, super gut, wenn man dann wirklich unter solchen Bildern einschreitet. Ab dem Zeitpunkt, wo etwas größer wird, wo Petitionen unterschrieben werden, wo man unterwegs ist, bei der eigenen Arbeit auch schaut, also in seinem eigenen Umfeld klein anfängt und dann schaut, was man machen kann, dann wächst der Druck und nur dann kann sich was ändern. Wo begegnest du denn Zivilcourage, aber auch Hass im Internet? Ich glaube, Hass im Internet ist allgegenwärtig, gerade auf sozialen Netzwerken. Eine Freundin von mir zum Beispiel ist auch schon öfter mal, hat blöde Kommentare gekriegt oder ihr haben komische Nachrichten geschrieben worden. Und ich habe ihr da einfach auch geraten, dass die Menschen blockieren sollte und das melden sollte. Und dann hat es eigentlich ja recht schnell aufgehört. Also ich persönlich nutze relativ viel Instagram. Und ich finde, gerade da merkt man oft, wenn jetzt anderen Leuten was nicht passt, was die Personen machen, dann schreiben sie es drunter, aber schreiben es auch in einer Art drunter, wo ich mir so denke, hey, würdest du auf offener Straße zu der Person hingehen und das in dem Ton sagen? Oder ist es ja auch genauso auf WhatsApp oder allem Möglichen. Manchmal bekommt man selber auch Nachrichten, wo man so denkt, hast du dir gerade überlegt, was du mir geschrieben hast? Ist dir eigentlich bewusst, in welchem Ton es gerade bei mir ankommt? Würdest du dich das im echten Leben trauen, mir so ins Gesicht zu sagen? Inwiefern sollte Zivilcourage im Internet schon Thema in der Schule sein? Ich denke, das kann gar nicht klein genug anfangen, denn Kinder müssen lernen, inwiefern was Mensch überhaupt und Anderssein bedeutet. Ja, ich finde schon in der Schule, weil zum Beispiel letztes Jahr war ich mit meiner Cousine unterwegs, mittlerweile ist sie 13, sie war ständig mit dem Smartphone und da muss man ihnen schon ein bisschen dieses Gefühl beibringen. Naja, am besten würde ich sagen, so früh wie es geht. Die Leute, die sich gerade in Social Media aufhalten, die werden immer jünger. Man bekommt immer früher ein Handy. Man muss sich viel früher mit Social Media auseinandersetzen. Also ich denke, im Elternhaus sollten die Eltern halt so einen Blick drauf haben. Zwar nicht Kontrolle oder so, aber die sollten schon wissen, wie gehen meine Kinder mit sozialen Medien um. In der Schule finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man das thematisiert. Dass einmal wenigstens angesprochen wird, ey, falls irgendwas ist, wir sind auch eine Institution, die euch helfen und dass die Lehrer einen auch da so eine Stütze geben. Mehr zum Thema digitale Zivilcourage finden Sie auf www.teachtoday.de.